4 Tische, 7 Religionsgemeinschaften und 15 Minuten Zeit pro Tisch, sich kennenzulernen. Hört sich an wie ein etwas entschleunigtes Speed-Dating. Eigentlich war das wohl zu wenig Zeit, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede jahrtausendalter Religionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Aber vielleicht war es doch Zeit genug, um jeweils für sich herauszufinden, dass sich alle Menschen mit ihren verschiedenen Religionen ähnlicher sind als vorher gedacht. Ich glaube, das ist eine menschliche Sache. Das hat nichts mit den Religionen zu tun. Man muss nur erkennen, dass der Gegenüber auch nichts anderes ist als ich. Wir glauben an den gleichen Gott, ja. Wir glauben als Moslem als genauso an Jesus, genauso an Abraham, Moses und so weiter. Meint, ich weiß sehr viel über den Christentum, habe aber heute wieder einiges erfahren. Also von dem her ist der Austausch sehr wichtig. Da kommen diese Gemeinsamkeiten dann eben raus. Und wenn die andere Kultur oder die andere Religion vielleicht da ein paar andere Beispiele, andere Zugänge hat, das ist nur förderlich. Das heißt, man sollte viel mehr versuchen, die gemeinsamen Probleme gemeinsam zu lösen. Ich finde es sehr interessant, dass wirklich sich viele Leute hier versammelt haben und sich ausgetauscht haben. Und das sollte man wirklich jetzt nicht nur in diesen kleinen Gebieten machen, sondern wirklich in den größeren Rahmen auch ziehen, damit die Leute auch wirklich Ahnung von anderen Religionen haben, weil Ahnung haben ist ja auch aufmerksam werden und da kann man dann dadurch auch viel mehr Respekt und Verständnis zeigen. Das wäre eher interessanter gewesen, wenn sehr viele Junge dabei gewesen wären, aber diese Veranstaltung, ich war jetzt zum ersten Mal dabei, ich wusste nicht, dass es letztes Jahr schon gab, ich fand es sehr interessant und wenn es nächstes Jahr gibt, will ich hoffentlich auch wieder dabei sein, also das fand ich schon sehr schön. Christen, Muslime, Juden, Buddhisten und Anhänger der Bahai, alle in einem Raum vereint. Ein Treffen, das woanders auf der Welt vielleicht undenkbar wäre, ja sogar für Zündstoff sorgen würde. Wir haben im letzten Jahr bereits die Erfahrung gemacht, dass auch gegensätzliche Gemeinschaften zueinander gefunden haben. Und das hat mich auch heute wieder gefreut. Wir haben auf der einen Seite Vertreter der DİTİB-Bewegung, also ganz eng mit der türkischen Staatsführung verbunden, und auf der anderen Seite auch Menschen, die der Gülen-Bewegung nahestehen. Also ich glaube, dass das schon eine große Chance ist, Brücken zu bauen, Brücken zu schlagen von Mensch zu Mensch, auch zwischen Leuten, die sonst nicht so zusammentreffen. Und sie merken, es hat sich niemand den Kopf mit einem anderen angeschlagen. Es ist auch kein Streit ausgebrochen. Ich glaube einfach, von Angesicht zu Angesicht als Menschen sich austauschen, sich wertschätzen zu lernen, das ist ein erster Schritt, damit interreligiöser Dialog gelingen kann. Interreligiöser Dialog, ein großes Wort. Ein Anfang war mit dieser Begegnung gemacht und es war tatsächlich ein wenig so wie beim Speed-Dating. Es war ein erstes Kennenlernen, ein sich beschnuppern, ein aufeinander zugehen. Und wenn am Ende mit solchen Treffen Hemmungen und Vorurteile abgebaut werden können, dann darf es ruhig mehr von ihnen geben.